Ja, der Wald wird in Zukunft noch viel stärkere Bedeutung bekommen. Wenn wir denken, an Klimawandel, ist es wichtig, dass wir zu unseren Wäldern Sorge haben. Wir sind hier im Entlebuch als UNESCO-Biosphäre in einem besonders betroffenen Gebiet, wo wir jetzt hier nach dem Guggiföhn wieder dort aufforsten. Und das ist ganz wichtig, weil es hat drei wichtige Funktionen. Erstens ist der Schutzwald, hat er eben eine Schutzfunktion für Infrastrukturen, für die Bevölkerung, für den Menschen direkt. Es ist aber auch ein Lebensraum für uns Menschen, für die verschiedenen Tiere. Und als letztes ist es natürlich vor allem auch ein Rohstoff, der CO2 speichert und wo wir auch in Zukunft einen Teil von unserer Energiezukunft eben können, damit stemmen. Und das ist ganz wichtig und darum sind Aufforstungsprojekte im Wald wie hier in der UNESCO-Biosphäre ganz wichtig. Bei der neuen Waldgeneration schauen wir darauf, dass eine breite Baumartenpalette kann anwachsen von der Natur aus und dort, was braucht, dass Pflanzungen ergänzt werden und Baumarten auf dem Standort sein, wo im mittleren Lebensalter, in 50 bis 100 Jahren, all die neuen Klimabedingungen können standhalten, das neue Klima wird trockener und wärmer sein. Wir sind heute das 18. Mal mit dem Schutzwaldprojekt unterwegs im wunderschönen Entlebuch in Marbach. Letztes Jahr hat der Guggiföhn hier in der kürzesten Zeit 20'000 Bäume weggehauen. Wir dürfen uns hier wieder investieren. Der Dario ist heute auch in Aktion mit vielen Förstern aus dem Bereich, damit wir den Wald wieder aufforsten können, was für uns eine ganz wichtige Unterstützung ist für unser Schutzwaldprojekt. Jeder, der das Schutzwaldprojekt unterstützen will, kann das machen und den Baumpass für 10 Franken erwerben. Da wird man praktisch Pate von einem Baum und der wird dann da zusätzlich da gepflanzt. Und damit kann man aktiv dazu beitragen, dass der Wald da wieder aufgeforstet wird. Einfach, klar, Helvetia.